nicht mehr kommen. Wurscht, das fragt nachher niemand mehr. Thank you.
Thank you.
Michi, Gratulation, Sieger, Styrian Trophy. Mein Kommentar zu dem Tag, zum Turnier. Du, danke für die Gratulation. Also war wirklich ein super Turnier. Also starke Mannschaften, kann man nur Hut ab im Veranstalter sagen. Also das ist alle Jahre eigentlich wieder so organisiert. Und wir sind überglücklich. Also der Vorrunde hat es noch nicht so hingehauen, aber ich glaube, ob die Finalspiele waren wir wirklich top da und das ist ein super Abschluss der Saison. Alle um einen neuen Spieler, habe ich gesehen. Nein, das war blöd eigentlich, weil der Gerhard hat sich heute das Kreuz verrissen. Der hat gerade mit dem Auto noch hergekommen, aber ja, er hat einen Schnellhorn organisiert. War auch nicht einfach für ihn, aber er hat sich das super gemacht und kann man den Hut ziehen für die Leistung. Erich, dein Turnier ist das dritte Mal veranstaltet heuer und ich glaube, es ist echt ein starkes Turnier, starke Mannschaften aus der Steiermark. Es haben eigentlich nur ein paar Staatsliga-Mannschaften gefällt, sonst war eigentlich sehr viel da für dich. Dein Resümee? Für den ja, es war das vierte Mal, sagen wir, und das vierte Mal war es, ja, und wie immer, es sind sehr treue Mannschaften dabei, das gefällt mich, dass wir noch die Staatsliga dabei haben und die anderen, die wirklich gern dabei sind. Ich versuche eh immer wirklich die Top-Mannschaft irgendwie zu erreichen, aber es ist halt schwer an der Zeit auch. Der Termin ist halt mit den ganzen Sachen wie Staatsliga, Champions League und wie es jetzt läuft, nicht einfach. Ich habe mich jetzt einmal auf den Termin festgelegt. Ich glaube, es wird sich dann einmal einpendeln irgendwann auch, dass das vielleicht funktioniert, dass man den einen oder anderen wieder dazu kriegt. Aber nichtsdestotrotz, es waren wirklich wieder Top-Mannschaften da. Muss ich ehrlich sagen, also wir haben vom Vizestaatsmeister im Bundesligasieger deutlich um, was mich besonders gefreut hat, dass sie gewonnen haben, weil ich mag alle gerne, aber jeder weiß, dass mein Herz halt immer noch ein bisschen hängt an den Verein und das wird auch so bleiben, aber sie haben Top-Leistung gemacht da, besonders auch unsere Nachbargemeinde gescheit, als Landesmeister hat sehr, sehr gut präsentiert und alle anderen haben wir gesehen, sie haben gekämpft bis zum Schluss auch und wie immer, es gibt nur einen Sieger, aber das ist ein würdiger Sieger und freut mich wieder. Es wird auch nächstes Jahr wieder eine Styrian-Trophy geben und ich hoffe, dass wir das immer noch ein bisschen ausweiten können. Jeder weiß, wie schwer das mit Sponsoren ist, aber es kommt jetzt nicht mehr so schlecht an. Es hat sich schon ein bisschen um den Dumm geredet, auch bei uns da in der Gegend. Mehr auf das, ich das nicht nur glauben, ja, wer sind die alle? Die Leute wissen jetzt schon, wer da kommt und der Zuspruch, glaube ich, zeigt dann schon, dass die Mannschaften auch dann gern kommen daher. Ja, sagen, die Preisgelder sind ja für ein Turnier auch nicht so ohne in unserem Sport. Ist so, ja. Ich meine, ich kann es dir sagen, da gibt es 2.000 Euro Preisgeld, das braucht da keiner Nein gezahlen. Es geht bis zum Letzten, jeder kriegt ein Preisgeld auch. Ich glaube, es kommt recht gut an und funktioniert auch. Es drängt sich eigentlich ja auf, dass man im Sommer auch eventuell so was wie einen Styria-Cup aufzieht. Die Hallen werden vorhanden in der Gegend da auch, mit Kriegloch, Kindberg, Raten, es ist ja alles in der Nähe. Aber es ist, glaube ich, mit der Staatsliga, Champions League, die Saison ist doch sehr lang und dann, ich weiß nicht, ob man dann wirklich die ganz großen Mannschaften, ob man die dann alle noch einmal so herbringt wie im Winter. Naja, man sicher, das sind schon sehr viele Bewerbe, die Urlaubszeit ist auch. Ich glaube, dass es trotzdem möglich ist, mit einer super Veranstaltung und wie gesagt, also wegen Geld sind wir jetzt nicht dabei, muss ich auch sagen, weil wir schießen mit Freude und da geht es um einen sportlichen Anreiz. Sicher ist immer super, wenn man Zucker dazu hat, aber trotzdem, ich glaube, so ein Styria Cup im Sommer, wieso sollte ich nicht gehen? Man muss sich halt wirklich die Termine genau anschauen und vielleicht kann das ja auch später sein. Ich meine, die Eiszeiten gehen ja auch immer weiter zurück. Und ich sage, Herbst ist, glaube ich, warum kein schlechter Zeitpunkt, sage ich mal. Das konnte man dann ja sowieso beim Namen Styrian Trophy. Vielleicht will der Erich das dann noch größer machen von Jahr zu Jahr. Ja, nein, viel größer wird es nicht werden, weil es passt, glaube ich, jetzt so mit weil es eben von der Zeit her auch so passt, dass jetzt nicht wirklich alle mehr oder weniger im Soft sind. Viele kommen aus dem Urlaub. Es ist eine kurze, knackige Geschichte mit dem ganzen Zeug da und ich glaube, das passt. Man hat das nicht einmal 5 Stunden, hat man das ganze Zeug erledigt und dann braucht es nicht ewig. Es ist übersichtlich, es ist die kleine Vorrunde, dann sofort die K.O.-Spiele und jeder weiß, wo er steht und wo er war und braucht einmal viel warten, Finale und das ist erledigt gewesen.
Eine Gelegenheit jetzt gerade passt. Styria Cup ist leider für den Winter abgesagt. Gründe will ich jetzt da Internet nicht nennen. Es ist leider so. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder was zusammenbringen. Jetzt habe ich aber da zwei vom BÖ da eigentlich, einen neuen Funktionär und den Generalsekretär, und nach den Vorkommnissen und Ereignissen in den letzten Wochen muss ich da jetzt einmal ein bisschen nachfragen. Es hat neue Funktionäre, es gibt jetzt wieder Jugendbetreuer, man hat, glaube ich, ein recht gutes Team gefunden. Ja, ich glaube, die Entscheidung war sicher nicht einfach. Wir haben alle gemeinsam eigentlich geschaut, dass wir da für diese einzelnen Sparten richtige Leute finden. Also ich sage, es ist vor allem in der Jugend nicht so leicht, Leute zu finden, weil da doch viel Zeit drauf geht und vor allem dem mit der Jugend auch umgehen können. Also es ist wirklich schwer gewesen. Wir haben uns nicht leicht da bei den Bewerbern, aber ich glaube, dass wir doch eine sehr gute Lösung gefunden haben, die was für die Jugend gut ist. Und ja, ich hoffe, dass wir erfolgreich sind. Ich bin eigentlich guter Dinge, also ich glaube, das haut sicher super hin. Ein Danke muss ich auch noch sagen an die zurückgetretenen Funktionäre, weil die haben auch wirklich in den letzten Jahrzehnten sehr gute Arbeit geleistet. Also danke nochmal. Bei den Neuen sind ja Namen dabei, die was sich eigentlich der Buntiger Martin schon gewünscht hat. Es sind zwei zumindest, was ich weiß, hat mit denen, was er eigentlich schon holen wollte. Genau, also das sind zwei Namen dabei. Die waren eben vorgesehen gewesen als Nachfolger und schon langsam zum Aufbauen. Also ja, die Situation ist so und ich glaube, wir haben ein gutes Team gefunden. Ja, ich glaube, das Team wird sicher okay sein. Man muss jetzt nur aufpassen, dass nicht die gleichen Fehler gemacht werden. Wer beim alten Team war, dann ist das neue Team wahrscheinlich auch wieder weg. Ja, das ist ganz logisch. Also im Endeffekt, wir müssen für die Jugend da sein. Also jeder Funktionär muss das einmal wirklich im Herz reinkriegen, dass die Jugend unsere Zukunft ist. Und ohne Jugend sind wir in ein paar Jahren, schaut es schlecht aus. Also es ist möglich, Jugend zu kriegen. Also das haben die letzten Projekte eigentlich in den letzten Jahren gezeigt, was wir gemacht haben. Und ohne Jugend, ich kann es nur sagen, also man muss alle Ressourcen bündeln und dass wir das alles in die Jugend reinstecken. Also ohne Jugend, ich meine, das brauche ich eh nicht sagen, das wird es keinen Weg geben. Ein schwerer Verlust ist da natürlich jetzt die Simone Steiner. Das ist, ich habe es selber beobachten können, also als Spielerin sowieso eine der besten überhaupt, was ich kenne. Und da in ihrer Aufgabe als Jugendkoordinator, also muss man einen Hut ziehen vor ihr, wird schwer zu ersetzen sein. Ein bisschen verwundert, und was auch schon aufkommt jetzt, ist Kritik, warum gibt es noch keine Stellenausschreibung für einen Nachfolger oder Nachfolgerin? Kannst du da ein bisschen Näheres sagen? Ja, ich meine, wir haben es jetzt seit vorige Woche endlich den Landesverbänden kundgetan, dass sie eben auf Wunsch diese Position nicht mehr macht, aber wir sind immer guter Dinge, oder das Ziel ist für uns, oder es sollte für alle sein, dass wir die Simone in irgendeiner Form weiterbehalten. Und wie gesagt, also ich würde jetzt nicht nähere Details sagen, aber das Ziel ist sicher, dass man sich in irgendeiner Funktion, ob es jetzt im Schulsport oder im Yes Cup oder bei Ausbildungen da drinnen haben, ist sicher da, und dann werden wir sicher diese Stelle ausschreiben. Also wir müssen da ein paar Parameter noch abklären, auch mit der Förderung draußen, wie wir das alles unterkriegen. Ja, und da bitte ich schon um Geduld. Ich verstehe es, dass das vielleicht in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt, aber wir haben da im Hintergedanken schon ein paar Dinge noch laufen, und die werden dann sicher verkündet werden. Also wir wollen da sowieso transparenter werden mit den ganzen Geschehnisse und Dinge auch. Und ja, da bitte ich einmal um Geduld, aber es ist ein schwerer Verlust. Mir tut es persönlich auch ganz wild weh, weil sie die Sache eigentlich perfekt gemacht hat. Auch wenn man bei den Schulprojekten dabei war, wenn man das Engagement sieht, was sie da gemacht hat, mit was für ein Herzblut. Und vor allem sie als junge Sportlerin, also da kann ich nur meinen Hut ziehen und sage vielen herzlichen Dank an die Simone. Und hoffen wir es, vielleicht sehen wir uns irgendwie wieder in einer Funktion. Ich glaube, die Simone mit so viel Herzblut dabei bei deinem Sport, ich glaube, sie wird sicher in irgendeiner Funktion oder irgendwas wird sie weitermachen. Ja. Ich bin da zuversichtlich. Ist ihre Entscheidung, und sie muss jetzt auf einen anderen Weg einmal konzentrieren.
Die Ausbildung, das ist, sage ich, immer Priorität, aber ich glaube, mit ihrem Herzblut und ihrem Engagement hoffe ich zumindest, dass wir es in irgendeiner Art und Weise erhalten können. Jetzt habe ich das Glück, dass ich da einen von den Eigenfunktionären auch da habe. Einen neuen sportlichen Leiter bei den Herren, in Erich Eckbauer. Deine Vorstellungen, wie willst du das an- und angehen? Hat da sicher einige Gedanken schon gemacht drüber? Man macht sich sicher Gedanken drüber über das Ganze, das ist klar. Wir haben erst eine Sitzung, wir setzen uns zusammen, aber meine Sachen sind schon ziemlich klar für mich. Ich hoffe, dass wir da relativ viel oder ziemlich alles einbringen, auch, dass da weggeht, dass wir sagen können, wir sind jetzt da vorne dabei mit der ganzen Geschichte und nicht irgendwie nur dabei, weil das sollte eigentlich der Anspruch sein von Bö. So eine Eis- und Stocksportnation wie Österreich ist, muss da einfach irgendwo sehr hohe Ansprüche setzen und können. Die Schützen gibt es dafür, jetzt ist einfach nur die Arbeit halt dahinter, dass man wirklich ein schlagkräftiges Team zusammenbauen kann, die was dann auch dementsprechend das, was man sich erhofft, erreichen kann. Was du die Sportler ansprichst, sie sind vorhanden, hast du schon Vorstellungen, es wird immer wieder gefordert und von den ganzen Leuten ist Heimo Hofner ist da immer wieder der Name, warum ist der nicht im Team gewesen und so, das sind so Sachen, wirst du das Gespräch mit dem Heimo suchen? Ich will jetzt da mal keine Namen nennen. Wie gesagt, wir haben jetzt nach wie vor noch keine Sitzung gehabt. Mir schwebt schon ein Team im Kopf vor, werde aber partout keine Namen nennen, solange ich nicht weg jetzt alles unter Dach und Fach für mich habe. Und dann werden wir das sicher dementsprechend geordnet angehen, dass wir unser Team oder mein Team, was ich mir vorstelle, zusammenbringen und dass das dann funktioniert. Von Namen braucht man da jetzt nicht rein. Es gibt sehr viele gewaltig gute Schützen in Österreich, das wissen wir. Dementsprechend ist auch die Auswahl da. Aber wie gesagt, das muss man jetzt, die müssen bereit sein dafür. Es muss auch eine Grundlage dann für einen geschaffen sein, dass er sagt, okay, er macht das. Und das gehört alles einmal ausgerichtet. Es wird auch ein bisschen eine Glückssache sein, dass man von so vielen Gute gerade nicht erwischt, was dann die Leistung und den Tag abrufen. Es ist immer ein bisschen ein Glück auch dabei. Das ist dann, ist klar, das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube einmal, wenn man sagt, okay, man hat jetzt vom seinen Gefühl her die Leute benannt, dann weiß man, dass die Situationen meistern können. Das ist auch schon so passiert, sie können das schaffen. Nicht? Aber wie gesagt, das muss passen. Nicht? Ziel kann eigentlich für Stocksportnation Nummer 1 Österreich kann eigentlich nur wieder der Weltmeisterschaftstitel sein im nächsten Jahr in Regen, oder? Ja, fertig, für das alles andere, glaube ich, weil es ist nicht vermessen bei uns da, nicht, das ist zum Sagen, weil so eine Nation wie Österreich ist, kann man schon über solche Sachen offen reden, nicht? Und nicht nur einmal Medaille, nicht? Dass halt dann das in dem Moment da gibt es mal Spaß. Das ist ganz klar, also das sieht man immer bei den ganzen Bewerbern. Also wenn man nur zurückschaut, wie viele Jahre wir keinen Weltmeister gehabt haben, da waren auch Bombenschützen drinnen. Also es muss einfach das gewisse Etwas muss passen und das ist ja, das ist nicht so einfach, aber das Potenzial für die Sportler haben wir sicher in Österreich. Also das ist, aber die anderen schlafen auch nicht, das hat man jetzt in den letzten Jahren auch gesehen. Ja, dann sage ich danke, wünsche Erich, alles Gute in der neuen Funktion, weiter sportlichen Erfolg, ja, das ist auch. Michi, alles Gute auch mit dem neuen Team und dass jetzt doch wieder ein bisschen aufwärts geht in den Funktionärsebene, dass ein bisschen Ruhe einkehrt, vor allem in der Jugend. Die Jugend hat es ja nicht verdient, dass auf ihren Rücken da so Sachen, das ist extrem wichtig in unserem Sport. Ich hoffe, dass das jetzt wieder ein bisschen aufwärts geht mit allen. Nein, sicher. Ich meine, das, was jetzt in den letzten Monaten vorgefallen ist, also das sollte ein Warnsignal bleiben für alle und ohne, wie gesagt, nochmal, ohne gemeinsame Unterstützung und für jeden Funktionär und wird das Ganze nicht funktionieren. Also wir können den nur die Trainer unterstützen, die Jugendlichen unterstützen und jeder Sportler ist eigentlich aufgefordert, Funktionär, dass er da mithilft. Und wenn er nur einen ganz kleinen Beitrag leistet, haben wir gewonnen.
Es geht ja Olympia und war ja sehr wichtig. Es muss in der Nation zusammengearbeitet werden, es muss länderübergreifend zusammengearbeitet werden, sonst wird das Ganze wahrscheinlich dann wieder nichts werden. Nein, ich habe es jetzt kurz bei einer Sitzung eh schon mal gesagt, also ohne gemeinsame Zusammenarbeit, dass man sich mit den Nationen zusammensetzt, mit der IFI vor allem auch, und wirklich da jetzt an dieser Chance, an dieser großen Chance zusammenarbeitet, was müssen wir machen alle zusammen, also das ist, glaube ich, unsere letzte Chance zu diesem großen Ziel, Olympia, und ich glaube, da sollten wir alle Kräfte bündeln, dass wir dieses Ziel womöglich erreichen können. Erich, ein bisschen träumen von Olympia als sportlicher Leiter bei den Herren, wie wäre das? Ja, das ist klar, wie der Michi schon sagt, ich kann mich nicht ausschließen an den. Das wäre das große Ziel, das ist klar. Und wenn man nicht viel zu hinzufügen, nicht? Man muss zusammenarbeiten, wirklich länderübergreifend, einer kann das nicht machen. Und wie gesagt, wenn jetzt wirklich dann einmal die Ruhe einkehrt und dass man sich dann mit den Sachen wirklich beschäftigen kann, dann könnte das schon funktionieren. Aber wie gesagt, es müssen auch die anderen mitziehen, total mitziehen, nicht nur so vielleicht und ja, schauen wir mal, das ist zu wenig, weil so eine große Chance, wie wahrscheinlich auch nicht kommt, wird es nicht mehr sein. Wenn schon das einmal angeschaut worden ist, nicht, wie es jetzt war, muss halt dann das alles funktionieren. Und darum braucht es eben die Ruhe, wie ich sage, und nach wie vor ist um und auf mit der Jugend drauf. Nicht? Weil das sind ja dann eigentlich die, was das dann mehr oder weniger dann noch den Erfolg auskosten können. Nicht? Ja, dann sage ich danke fürs Interview. Michi, alles Gute in der Zukunft. Und Erich, Gratulation nochmal zur Veranstaltung, Gratulation zum Sieg. Alles Gute in der Zukunft. Danke.